Wir befinden uns am Entstehungsort des allerersten großen Preises der Formel 1 Weltmeisterschaftsgeschichte in Silverstone 1950. Damals ging Giuseppe Farina als Sieger über die Ziellinie und er stand in der Mitte von zwei Kollegen auf einem reinen Alfa Romeo Podest. Der Lohn für diesen Erfolg damals 9 WM-Punkte. Am Ende der Saison hatte er insgesamt gerade mal 30. Die Zeiten haben sich etwas geändert, denn wer heute ganz oben auf dem Treppchen steht, kassiert 25 Zähler. Der Silverstone Circuit ist 5,79 Kilometer lang und besitzt 18 Kurven und leider auch eine sehr hohe Regenwahrscheinlichkeit. Unter diesen Bedingungen brauchen die Fahrer eigentlich gar nicht erst auf DRS-Einsätze zu hoffen. Aber die Wellington und Hangar Straits sind dennoch gute Gelegenheiten und der Windschatten des Vordermanns könnte helfen, um hier zu überholen. Für das heutige Rennen darf ich an meiner Seite erneut Stefan Römer begrüßen. Lass uns kurz über Esteban Ocon sprechen. Der Sieg beim letzten Rennen war wirklich großartig. Ob Sie das an diesem Wochenende wiederholen können? Es ist selbstverständlich immer schön, wenn man das Grand Prix-Wochenende mit einer guten Platzierung beginnt. Aber die eigenen Erwartungen basieren meist auf den Trainings- und Qualifying-Fahrten. Hoffen wir also, dass Sie sich den Schwung aus diesen beiden Sessions bewahren, wenn Sie sich dem heutigen Rennen stellen. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Sebastian Vettel hat eine leere Strecke vor sich. Er startet von der Pole. Und Sergio Perez steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ocon, Raikkonen, Valtteri Bottas und Ricciardo. Hamilton, Magnussen, Sainz Jr. und Nico Hülkenberg. Gasly, Hartley, Charles Leclerc und Alonso, Ericsson, Verstappen, Sergei Sirotkin und Lance Stroll. Ein Haas und Stoffel van Dorn vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Okay, es geht los. Ich weiß, wozu du fähig bist, also lass mich heute nicht hängen. Doch nicht letzter. Ladies and Gentlemen, willkommen zum Rennen in Silverstone mit einwöchiger Verspätung. Letztes Wochenende konnte ich gar nicht, hatte ich null Zeit überhaupt. Moment. Ich hab da noch was vergessen. Scheiße. Ja. Nee, das ist eine ganz blöde Idee jetzt. Ach, hier ist auch ein Mikrofon. Was machst du denn jetzt hier für? Naja. Falsche Lenkrad noch drauf gehabt. Upsi. So. Ich hoffe, dass das jetzt auch direkt erkannt worden ist. Ach ja, ich muss hier auch noch. Ach Gott, ich habe jetzt auch wieder auf 360 Grad umgestellt. Ich kann dich nur noch um Stunden handeln. Wie konnte ich da mich jetzt. Ach so. Eieiei. Ja. Verdammt normal. Ja, genau. Was ist da bitte mit dem Gaspedal los? Oh, merkst du was? War das auch nicht so richtig? Eieiei, was ist das denn? Nicht, dass er kaputt geht. So, das Lenkrad ist in Ordnung. Jo. Und speichern. So, jetzt kommen wir zum wesentlichen Teil. So, noch ein bisschen lauter gemacht. Eieiei. Ja. Lassen wir so, ne? Tank ganz runter. Und dann würde ich sagen... Let's go. Vorne mache ich noch mal ein bisschen mehr Flügel. So, mehr kann ich ja nicht machen. Der Rest müsste eigentlich passen. Darf ich die eh nicht verändern? Ich weiß, da habe ich höher gestellt. Der ist runter. Ja, das passt.
Also im ersten freien Training, welches ja auch nass war, meine ich mich erinnern zu können, es ist schon jetzt anderthalb Wochen her, dass ich gar keine Chance hatte, also nicht mal ansatzweise. Ich bin mal gespannt, wie das im Rennen läuft, weil erfahrungsgemäß, jetzt rede ich schon so fast wie Heiko Wasser, also schlimm, läuft das im Rennen immer ein bisschen besser. Ihr könnt ruhig mal ein bisschen schneller fahren, sonst kriege ich meine Reifen 64 Grad. Ey, die kannst du ja noch mit der bloßen Hand anpacken, das darf nicht sein. Ich kann auch keine wilden Aufwärmbewegungen machen, weil sonst sehe ich mich schon in der Leitplanke. Vielleicht, wenn ich mal langsam fährt, aber ich weiß nicht, was die optimale Betriebstemperatur für Intermediates ist. Keine Ahnung. Selbst bei den Slicks weiß ich das nicht, weil es da widersprüchliche Werte gibt. Das Spiel sagt, glaube ich, 85 Grad. Das Fernsehen sagt 105 Grad. Und von 85 bis 105, das ist immer eben 20 Grad Unterschied. Und 20 Grad ist ja eine Menge. Zumindest was der Reiftemperatur angeht. Deswegen weiß ich da nicht, was da wirklich... Dann habe ich noch irgendwo gelesen, was mit 100 Grad, also irgendwas zwischen 85 und 105 Grad bei Inters, weiß ich es nicht. Also die kriege ich nicht auf die Temperaturen. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu heiß für die. Ich wollte nur mal, aber ja. Besten Voraussetzungen. Müdigkeit. Okay. Ich freue mich. Ich halte mich am Anfang erstmal zurück. Oh, hat lang gedauert. What the f- Was? Was? Also manchmal muss man Glück haben. Von 19 auf 3. Eigentlich auf 2. Ja, den einen Platz, den schenke ich dem Ricardo jetzt einfach mal. Das ist mir auch egal. Von 19 auf 3 innerhalb einer Kurve. Ja, ich habe da nur stehende Autos, ich dachte mir, fahr mal links vorbei und dann wurde mir das zu eng. Dann dachte ich, ja komm, dann fahr einfach außerhalb der Strecke, bevor du da jemanden reinfährst. Und dann habe ich eigentlich mit gerechnet, dass dann sowas kommt wie, ja bitte lasst ja wieder unerlaubtes Überholmanöver. Aber ich dachte, anstatt der sogar noch Safety Car und ich bin auf 3. Ich bin vorne. Was? Okay. Hui, hui, hui. Aber die da vorne machen die beiden, das ist eigentlich auch regelwidrig. So viel Platz dürfen die während der Safety-Car-Phase eigentlich nicht lassen. Oder? Achso, Aufholung. Ja, ne, wir holen ihn noch auf. Alles klar. Das Gute daran ist jetzt, dass ich mich noch ein bisschen an die Verhältnisse hier gewöhnen kann, da ich ja auch aus dem Training war. Das kommt mir gerade mega gelegen.
Aber Ricciardo hat definitiv während der Safety-Car-Phase überholt. Bin mal gespannt, ob das wieder so ein Bug war, ja, oder ob das tatsächlich eine Strafe nach sich ziehen wird. Ich gehe von dem Bug aus, weil es. Der ist ja auch durchsichtig durch mich durchgefahren. Aber egal, hey, wir sind auf 3. Auf 3. Ich sag gerade noch am Start, ich halte ihn mal zurück, ja. Ich fahre den mal hinterher, mal sehen, was so passiert. Plöpp, eine Kurve später. Dritter. Ja. Das ist so dieses unverschämte Glück, was meine absolut nicht Lieblingsrennfahrer in der realen Formel 1 dann manchmal haben. Sei es früher Alonso gewesen, sei es heute Hamilton. Wobei, sowas habe ich auch noch nie erlebt. Ich glaube, sowas wird es noch nicht geben. In echt. Oder vielleicht gab es sowas schon mal und ich habe es vergessen. Kann ja auch sein. Gibt ja auch Momente, die ich mal vergesse. Kann mir auch nicht alles merken. Aber war schon lustig jetzt. Es gibt auch manchmal diese, wie nennt man diese Graphen, die gab es früher in Grand Prix 2, 3, 4, meine ich, nach dem Rennen, wo du dann von allen Fahrern so einen farbigen Graphen hattest, der dann je nach Runde die Position anzeigte. Also meiner ging jetzt so. Ich weiß nicht, warum es das in modernen Spielen nicht gibt, beziehungsweise hier in F1. Solche Funktionen, die waren echt cool, so. Auch andere Statistiken, die es früher gab und heute nicht, so nach dem Rennen. Nur dass man das ganze Feld nach den schnellsten Rennrunden anzeigen konnte, dass man ja diesen Graphen halt, ich glaube, da waren auch dann die Boxenstops markiert etc. Früher gab es das, heute nicht mehr. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt Ricciardo zurück überhole? Ich fahre mal vorsichtig nebenan. Okay, das funktioniert nicht. Wow, da habe ich wieder scheiß Glück gehabt. Ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass sie so abbremsen. Okay, da hätte auch. Das war ein Millimeter. Ich hab nicht nach vorne geguckt. Okay, da habe ich gepennt. Jo! Okay. Boah, jetzt mal wieder an die Speed gewöhnen. Jo! Ja, da hätte ich vielleicht nicht reinstechen sollen. Okay, alles gut. Boah, bin ich langsam. Der fährt aber auch aggressiv. Ja, diese Drecksforce India, ne?
Oh, wie der Force India, wie Ocon da vorne wegzieht, das ist unglaublich. Ich halte alles auf. Ich bin so langsam. Und das liegt nicht nur an meinem Frontflügel. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Würdest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Oh, Kevin ist hinter mir. Fürs Team.
glaube, wenn ich da komplett eingelenkt hätte, dann hätte sie gekracht. Mercedes spielen da hinter mir Plätzchen wechseldich. Mal Hamilton, mal Bottas. Das Verteidigen kostet zwar jede Menge Zeit, aber ich bin noch immer noch auf einem super Platz, wo es mir egal ist, fast schon. Und da lasse ich die doch nicht einfach so vorbei. Da ärgere ich die Konkurrenz lieber. Solange ich kann. Aber es wird ziemlich trocken, habe ich das Gefühl. Angeblich sollte der Regen ja bis kurz vor Ende bleiben. Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Intermediates passen gerade am besten. Aber nimm mehr lange. Nimm mehr lange.
Was ist mit. Was ist mit denen passiert? Mal die Box gefahren. Wechseln die doch schon? Jetzt ist Sainz nämlich hinter mir. Da sind nur zwei Leute an die Box. Das kann nicht sein. Ja. Jetzt bin ich wieder da, wo ich hingehöre. War übrigens meine Schuld. Da kann ich keinem anderen die Schuld geben, außer mir. So, wann müssen wir an die Box?
klar, komm am Ende dieser Runde rein. Es war noch kein DRS aktiviert, aber ich habe das Gefühl, es ist trocken genug. Wenn man auf der Ideallinie bleibt. Ja, ich komme jetzt auch. Ich habe zuerst bestätigt, glaube ich. Ja, jetzt kommen sie alle. Ja, die waren alle vorher schon drin. Ich bin auf 11. Boah, die haben jetzt einen Vorteil gehabt. Verdammt. Und ich stehe jetzt eh wieder eine halbe Stunde hier wegen dem scheiß Flügel. Jungs, macht doch mal hinne. Ich bin letzter gleich. Nee, Stroll ist noch hinter mir. Ach, komm, ey! Ja, das Rennen kann ich knicken. Boah, ich habe keinen Grip. Logischerweise vorne nicht, aber hinten habe ich auch null Grip. Ich glaube, der hat was verloren. Wo ist denn Kevin? Ah, ist egal. Da kommt Kevin. 1, 2, 3, Vierter. Warum hat denn der jetzt Inters draufgezogen?
Da stand doch auf Gelb. Das ist doch ein Witz. Da stand auf Gelb, oder? Ich meine, ich hätte es auf Gelb geschaltet. Die fahren alle noch auf Inters hinten. Hä? Das Radar zeigt keine Störung. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Intermediate sind im Moment die schnellsten Reifen. Hä? Hier ist doch irgendwas komplett faul. Es regnet seit 10 Runden nicht mehr. Aber stimmt, DS ist ja auch noch nicht aktiviert worden. Ich raff hier gar nichts mehr. Hier ist doch alles verbuggt heute. Ich wundere mich schon, warum die alle noch auf Inters fahren. Ah, die Strecke ist trocken. Es regnet nicht, die Strecke ist trocken. Das erklärt vielleicht auch, warum ich vorhin an der Box so weggerutscht bin, weil es eigentlich noch gar keine Interzeit ist. Keine Trockenreifenzeit, Entschuldigung. Also irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier vor. Ich fahre jetzt auf den Gelben wieder raus und guck mal, was so geht. Ich gewinne hier eh nichts mehr. Ich bin jetzt gleich 2 Runden zurück. Ricciardo kommt da gerade. Das ist noch arg. Es ist trocken! Guckt euch bitte mal die Strecke an. Die ist furztrocken. Der Himmel ist, naja, blau. Vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber es regnet schon gefühlt seit 10 Runden nicht mehr oder länger. Also, irgendwas ist doch hier physikalisch nicht korrekt. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Es fühlt sich an, als ob die Strecke komplett nass ist mit den Reifen. Mit den Inters bist du schneller. Definitiv. Also mit den Trockenreifen hast du keine Chance. Obwohl es aussieht, als ob es komplett trocken ist. Es ist auch keine Gischt mehr da. Weil wenn du dich noch nicht mal mehr darauf verlassen kannst, ist das doch irgendwie alles scheiße, oder? Ach du! Das ist doch ein Witz! Ah ja, Verwarnung. Ich will Kevin eine Position schenken. Wir ziehen eine Alternative.
Team. Ach, jetzt! Willst du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Wo ist der denn? Oh, wo fahre ich denn lang? Scheiße. Ach ja, mein Flügel ist kaputt. Und jetzt kann ich natürlich auch nicht mehr auf... Ah doch, da, nächsten Reifen super soft. Also, soft, Entschuldigung. Wollen wir mal sehen, was er mir jetzt aufzieht. Eigentlich geht das ja... Ah doch, das geht wohl. Was? Hä? Also irgendwie heute ist so der Buggy-Tag. Ach, schön. Hui, hui. Oh, oh, oh. Oh. Oh Gott. Dann fahr halt vorbei und nerv mich nicht. Der ist auf Interstellar. Nee, irgendwas stimmt doch hier nicht. Kannst du mir jetzt erzählen, was du willst? Und der fährt nicht rein. Ja, ich krieg DRS. Ich bin immer noch langsamer als meine Interzeiten. Mit kaputtem Frontflügel, wohlgemerkt.
Der geht nicht rein. Ey, 3 Minuten 20 bin ich hinter Sirotkin. Ah, das kriege ich noch hin. Deutlich.
Der Fahrer steigt aus dem Auto und das Team Red Bull ist bereit und man wartet darauf, gemeinsam mit dem Piloten einen wohlverdienten Sieg zu feiern. Also Stefan, wie hat er das denn angestellt, sich heute so vom Feld zu lösen? Ja, er hat die Safety-Car-Phase perfekt ausgenutzt. Es gibt so viele Dinge, an die man denken muss, wenn das Rennen zurückgesetzt wird. Fährt man an die Box und holt sich neue Reifen? Hat man hinter sich Platz? Wie viel Treibstoff kann man sparen? Wenn man auf diese Fragen die richtige Antwort findet, hat man eine gute Chance. Und genau das ist heute passiert. Ich sehe, dass die Fahrer bereits unterwegs in Richtung Podium sind und Red Bull tut so viel für die Formel 1, da müssen sie einfach vorn mitfahren. Deshalb freue ich mich. Eine weitere Trophäe tritt die Reise nach Milton Keynes an. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Der Vorsprung unseres Führenden ist nach dem schwachen Resultat heute geschrumpft. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Nach dieser Leistung muss es eigentlich Max Verstappen sein. Sehr sauber, sehr souverän. Mit diesem Rennen kann er wirklich zufrieden sein. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Wir haben heute einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Also wir können uns darauf einigen, dass das Rennen ab Kurve 1 verbuggt war. Die sind alle mit Inters zu Ende gefahren. Deswegen habe ich am Ende auch so deutlich die schnellste Rundenzeit rausgekriegt. Irgendwas stimmte da nicht. Egal. Haken wir ab. Kevin ist übrigens noch auf die 9 gefahren. Ja, ich weiß nicht, der war wieder zu blöd. Ich habe 4 Boxenstopp, bin letzter, vorletzter. Ich wollte nur kein DNF haben. Deswegen bin ich einfach weitergefahren. Dafür habe ich die schnellste Rennrunde bekommen. Dafür gibt es Bonuspunkte und, also persönlich zumindest, wie das war ein toller... Hat das Wetter die heutigen Ergebnisse beeinflusst? Das schien mir da draußen aber heute mehr Autoscooter als Formel 1 zu sein, oder? Tja, trotzdem danke. Also ich bin mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo ich am liebsten die Kommentare dieses Interviews abschalten wollen würde. Ein toller Tag. Boah! Gegen Leclerc habe ich sogar noch aufgeholt. Schön. Fehlen mir noch 2 Punkte. Und bei Kevin ist es auch gleich geblieben, weil ich die schnellere Runde geschafft habe. Ja. Hat sich gar nicht so viel getan. Schön. Ja, das interessiert mich. Qualifizierter Erzähler. Bla, 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 bla. Ein Rennen. Was war das für eine Leistung? Wir fahren doch hier nicht Autoscooter auf dem Rummel. Hey. Deine Ergebnisse zählen, also streng dich lieber an. Viel mehr solcher Rennen können wir uns nicht leisten. Ich kann nichts dafür. Okay, der Dreher, der war meine Schuld, ging Sainz. Der Frontflügel weiß ich nicht. Habe ich schon wieder vergessen. Und dass sie mir am Ende, und am Ende, da konnte ich auch nichts für, dass ich die falschen Reifen bekommen habe. Beziehungsweise die Strecke war trocken und da war alles verbuggt heute. Heute war alles verbuggt. Einigen wir uns darauf. So, das interessiert mich alles hier nicht. Wir haben Einladungen zu einem historischen Event. Halt die Klappe. Du kannst vor Ende des Wochenendes bestimmen, ob du daran teilnehmen willst. Ich bestimme die Ziele deines Teams erreichen. Jetzt halt doch mal die Fresse. Motiviert sie das auch in der Entwicklung nicht besonders? Ja. Und was das für unsere Vertragsprüfung heißt, muss ich dir nicht erzählen. Nee, musst du mir auch nicht erzählen, weil es mich einfach nicht interessiert, dumme Kuh. Aero, sind wir super. Alles klar, wir machen hier mal Frontflügel. Zack. Ist zwar was teurer, aber das interessiert mich nicht. So. Nächstes Rennwochenende. In Germany müsste das sein. Jung.
Season starten. Es kann nur besser werden. Dieses Wochenende sollten wir eigentlich ein paar neue Teile erhalten, aber leider haben die es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Am besten gibst du am Arbeitsplatz an, was neu entwickelt werden soll. Läuft in diesem Team eigentlich überhaupt mal was vernünftig? Ich wäre besser. Ich habe ein paar Kontakte zu Williams geknüpft. Sie denken, deine Einstellung und deine Ergebnisse würden gut zu ihnen passen. Wenn du Interesse hast, könnten wir bei der nächsten Vertragserneuerung sehen, was sie uns für ein Angebot machen. Ich habe kein Interesse an diesem verdammten Team. Merk es dir einfach mal und frag mich nicht nach jedem Rennen, sonst kündige ich dich. Boah, geht die mir um Keks. Kann man die... Warte mal, kann man die dumme Kuh nicht irgendwie abschalten? Ey, das kann's doch nicht sein. Die nervt. Nein, hier nicht. Audioeinstellungen. Erweiterte Audioeinstellungen. Da geht das nicht. Ich könnte höchstens die Dialoge ausstellen. Brauche ich die? Was sind Dialoge? Ja, wobei ein paar braucht man schon. Nicht, dass dann die Dialoge von... ja, wobei die braucht man eigentlich auch nicht, ne? Die von Heiko und wie heißt der andere da nochmal? Ich hab's vergessen. Keine Ahnung. Die Kommentatoren, die will eigentlich auch keiner mehr hören, weil es immer dasselbe ist. Naja. Gut. So, was ist denn jetzt hier fehlgeschlagen? Kann ja eigentlich nur eins sein. Ach so, Ayo ist fertig geworden. Hier, obwohl wir hier... Ah, nee, warte mal. Ah, Qualitätssicherung haben wir ja nur zwei. Kostet ja auch nur... 412. Dann wird das zum... Dann wird das zu Ungarn fertig. Ja, super. Ungarn brauche ich ja nicht. Ah, klasse. Alles klar, wir starten letzter. Gut. Dann würde ich mal sagen, bis Samstag, wenn wir uns ganz hinten im Qualifying wiedersehen. Schönen Sonntag. Ciao.